Hallo, ich zeige euch heute, wie ich diese Kerzen gestaltet habe. Die Flammen sind aus Keramik. Dazu rolle ich einen Ton einen Zentimeter dick zwischen zwei Holzleisten aus. Danach schneide ich eine Flamme aus dem Ton aus. Ich verlinke euch auch alle Materialien, die ich für die Kerze verwende, in der Videobeschreibung. Nun glätte ich die Ränder mit meinen Fingern. Ich glätte die Ränder von der Vorder- und von der Rückseite. Danach steche ich mit einem Modellierholz ein Loch in die Flamme. In der Innenseite weite ich nochmals das Loch mit einem Holzspieß. Danach lasse ich die Flamme gut trocknen, dann kommt sie noch in den Sprühbrand und anschließend wird die Flamme glasiert. Da meine Kerzen später auch im Freien stehen, möchte ich, dass meine Keramik frostsicher ist. Ich habe sie dazu auch mit 1250 Grad im Glasurbrand, im Hochbrand gebrannt. In das Holz habe ich mit einem Holzbohrer mittig ein Loch gebohrt. Das Loch ist ungefähr 3 cm tief. Ich möchte, dass es so aussieht, als würde von der Kerze Wachs herunterrinnen. Dazu habe ich einfach eine Heißklebepistole benutzt. Mit einem Goldlackspray besprühe ich den oberen Teil des Holzstücks. Nun sprühe ich den Goldlack in den Deckel der Spraydose und bemale so mit einem Pinsel den Kleber. Von einem Rundholzstab säge ich einen Teil ab, das wird nämlich später der Docht der Kerze. Nun kommt wieder die Heißklebepistole zum Einsatz. Ich klebe den Holzstab nun in die Keramikflamme. Ich gebe nun auch Kleber in das Loch des Holzstücks und klebe so den Docht fest. Die Öffnung um den Docht verschließe ich nochmals mit Heißkleber. Ich sprühe nun nochmals Goldlack in den Deckel der Spraydose und bemale mit dem Pinsel den Kleber um den Docht.
So, nun ist meine Kerze auch schon fertig. Ich lasse noch alles gut trocknen und kann sie dann später als Dekoobjekt aufstellen. Um keine weiteren Inspirationen zu verpassen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.